herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge First Dates. Zusammen mit mir. Mein Name ist Zeddo, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Köln und mache schon sehr lange YouTube, seitdem ich 12 bin. Und mache das sehr gerne und ich freue mich, dass du dich hier auf diesem Kanal verirrt hast. Der übrigens nicht mein einziger Kanal ist. Also falls du noch andere Videos von mir sehen willst, kannst du gerne meinen Hauptkanal auschecken. Der Link ist in der Beschreibung. Genauso wie zu all meinen anderen Social Media Plattformen. Podcast habe ich auch auf Spotify zusammen mit Laura Abla, vielleicht kennt ihr sie. Und ja, wir haben uns heute hier versammelt, weil ich habe einen Kommentar gelesen unter einem YouTube-Video. Du könntest auf die Folge vom 16.02.2024 reagieren, aber auf das Date von Hannes und Marlies, das hat mich am Ende erschrocken. Okay, wir werden gerne erschrocken, gerade zum Ende hin. Ist immer sehr spannend. Wir gucken uns Hannes und Marlies jetzt einmal an, liebe Freunde. Ganz wichtig zu erwähnen, RTL Plus, das ist die Plattform, auf der First Dates online läuft, auf der ihr First Dates online nachgucken könnt, bis ins Jahr 2017, glaube ich, zurück. Checkt das gerne aus, den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Shoutouts gehen raus an meine Bres von RTL Plus, denn sie erlauben mir, dass ich hier mit euch Reactions machen darf. Und das finde ich sehr nett von denen. Wir gehen rein ins Video, ohne groß schnackeln, fucking lang um den heißen Brei. Let's go. Rein in die Schweinerei. So, wen haben wir da? Ach so, wir wissen ja, wen wir da haben. Haben wir anhand des Kommentars schon rausgehört, das ist der Hannes. Ne? Ich bin, oder? Hannes, bin 37 Jahre alt und ich bin bei First Dates, weil die Freundin von meinem Bruder mich hier angemeldet hat. Und ich das eigentlich gar nicht wusste. Hannes, Qualitätsmanager. Und die Freundin von seinem Bruder hat ihn eingeladen. Macht das ihn sympathisch? Ja, irgendwie schon. Ich finde es immer cool, wenn Familienmitglieder anmelden, weil das hat so ein bisschen diesen Vibe von, du bist schon so lang Single, geh mal zu First Dates, dann findest du vielleicht endlich deine große Liebe. Ich selber würde mich als sehr humorvoll, offen und zuverlässig beschreiben. Ist ein Küstenjung. Von allen ein bisschen was, also Sarkasmus, so der trockene nordische Humor, aber auch einfach nur so Flat-Jokes oder ja, Situationskomik ist auch immer gern genommen. Moin! Hi! Hallo! Der Typ ist auf jeden Fall eloquent. Also wenn die mich jetzt gefragt hätten, ja, inwiefern bist du denn humorvoll, dann würde ich sagen, ja, ich bin halt witzig, ich kann halt witzig sein. Und er sagt halt so, ja, Situationskomik, aber auch ein bisschen dieses Sarkasmus mal hin und wieder und so. Ich kann ja da nicht hingehen und sagen, ja, bei mir ist halt schwarzer Humor an oberster Stelle. Das macht einen ja erstmal unsympathisch, oder? Naja. Hi. Ich bin Hannes. Hannes? Ja. Wo kommst du her? Aus Kiel. Hat man ganz schnell gehört, dass du aus dem Norden kommst. Ja. Was bringst du mit, was Kieler ist? Kieler Sprotten. Ah ja, das ist Schokolade. Du Kieler? Ja, das ist auch Schokolade. Ja. Ich dachte, Fisch macht sich nicht so gut. Angenommen, das Date läuft nett, dann hat sie eine nette Erinnerung. Und wenn es scheiße war, hat sie zumindest Schokolade zum Trösten oder wegschmeißen. Weiß man nicht. Kieler Sprotten. Wie soll die Frau sein? Marlies. Marlies. Oh mein Gott, Leute, alle, die viel Take Me Out geschaut haben, da gab es auch eine Marlies. Diesen Namen gibt es nämlich nicht so oft. Es gibt eine Marlies, die ist wirklich in jedem Fernsehformat, was mit Dating zu tun hat. Wenn das sie ist, dann lache ich mich Schrott. Weil die hat eine richtig große Schnauze. Das wäre jetzt natürlich krass und es wäre auch wirklich krass, wenn ich es jetzt vorhergesagt habe, aber einfach nur anhand dessen, dass man diesen Namen nicht so oft hat. Dein Name? Beschreib sie mal. Erster Gedanke, würde ich blond sagen, warum auch immer. Vielleicht mein Alter. Das wäre? 37. Bist du? Ja. Du siehst viel älter aus. Das ist nett, danke. Fuck, du siehst 10 Jahre älter aus, glaube ich. Ach komm. Ja, okay, das ist sie nicht. Das ist eine andere Marlies. Aber wisst ihr, wen ich meine? Ich bin mal gespannt, ob hier... Das sind wirklich die TV-Trash-TV-Junkies müssen das sein. Die wissen, welche Marlies ich gemeint habe. Vielleicht finde ich auch ein Bild. Dann schicke ich das Dennis. Dann blendet er das jetzt hier ein. Sie meinte ich. Sie war wirklich bei jedem... Also sie war so oft bei Take Me Out und bei... Wat, wo war die denn noch? Ach, sie war überall. Vielleicht hieß sie aber auch nicht Marlies. Dann habe ich jetzt reingeschissen. Wartet, ich gucke einfach jetzt mal gemeinsam mit euch schnell. Shit, sieht sehr schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus bis jetzt. Wie schreibt man denn Marlies? Hier, ich hab sie. Oh mein Gott. Sie meine ich. Sie heißt Marlin.
Deshalb habe ich sie erstmal nicht gefunden. Könnt ihr euch an sie erinnern? Die ist jetzt einfach so Schlagersängerin. Stimmt. Ich habe die einfach bei TikTok gesehen, wie die so Schlagershows macht. Ich lach mich schlapp. Ja, die meine ich auf jeden Fall. Wäre es sie gewesen, krank. Dann wäre krank gewesen. Also blond, dann? Ein bisschen kleiner als ich. Ja. Ist nicht Frohnatur. Ja. Ja, gestandene Frau, also ja. Blond ist sie nicht. Das ist auch okay. Die habe ich nicht festgelegt. So braun, leichten roten Schimmer sehe ich. Hallo. Hallo. Ja. Bitte. Hi. Hallo. Na? Ich bin Marlies. Ja, herzlich, dich kennenzulernen. Ich bin Hannes. Freut mich. Ich habe ein kleines Geschenk für dich mit. Wow, okay. Dankeschön. Ist einfach nur eine Kleinigkeit. Ich dachte, das macht sich ganz nett. Das ist lieb von dir. Das war ja so eine kleine, ja. Süß, aber die beiden. Doch, das könnte was werden. Die sind also schon cute. Hm, ne? Schokolade mag ich schon ganz gerne. Hatte direkt einen schwarzen. Sales Managerin, ne? Sales. Marlies, also falls du das siehst und ihr habt irgendwelche Produkte, die ihr vermarkten wollt. Holla at me. Holla. Eigentlich, ey Leute, ich muss euch kurz eine Real-Life-Story erzählen. Die ist eigentlich zu deep. Oder, also es gibt ein Produkt, das habe ich sehr oft und sehr, sehr gerne benutzt. Und das hat mit Wassertrinken zu tun. Kennen viele, ich werde es einfach nicht nennen. Aber dieses Produkt, ich habe mit denen damals viel kooperiert, was heißt viel, immer wieder mal. Sie haben immer sehr wenig bei mir gebucht und das war auch immer der Kunde, der am allerwenigsten bezahlt hat. Aber weil ich dieses Produkt so geliebt habe, habe ich es wirklich trotzdem weiterhin die ganze Zeit in meinen YouTube-Videos benutzt. Und ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt, ungelogen von euch, von meiner Community, das ist halt jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, regelmäßig jeden Tag 30 bis 40 Instagram-DMs bekommen, ob ich ein Code habe für dieses Produkt, also ein Code zum Einkaufen. Und dieser Kunde wollte nicht oder hatte nicht vor, mit mir noch größer zusammenzuarbeiten. Lag vielleicht wirklich nur an der einen Person, die da im Sales Management lag, keine Ahnung. Aber ich habe denen wirklich, ich habe alles gegeben, weil ich einfach Bock hatte auf eine langfristige Koop mit denen auf YouTube. Weil es einfach ein Perfect Match war, wirklich. Ich habe dieses Ding hier immer stehen gehabt, habe so getrunken, konnte das nebenher richtig gut einbauen. Enthält keinen Zucker, das ist einfach nur geil. Ich liebe dieses Produkt immer noch. Aber die waren so ignorant zu mir und meinen Vorschlägen gegenüber, dass ich nach einem Jahr oder so, nach einem Jahr, in dem ich unterbezahlt, wirklich weit unterbezahlt, für diese Marke Werbung gemacht habe, habe ich nach einem Jahr gesagt, okay, wir pitchen den jetzt noch einmal, ein allerletztes Mal, machen denen ein cooles Angebot für eine langfristige Kooperation. Und die haben wieder das ignoriert oder gesagt, geht nicht, aber wir können eine Story nochmal buchen für viel zu wenig. Und dann habe ich wirklich mich aktiv dafür entschieden, dieses Produkt zu boykottieren. Ich habe das nicht mehr, ich benutze es nicht mehr, auch wenn ich es gerne benutzen würde. Also ich liebe es, wie es ist. Es würde hier auf meinen Schreibtisch perfekt passen, aber ich habe da Butter bei die Fische gemacht, habe gesagt, ey, hartes Leben, aber gut. Dann wird irgendwann mal ein anderer Partner kommen, der besser passt und der meine Arbeit oder meine Zuschauerbindung wertschätzt. Das hat ja auch viel mit Zuschauerbindung zu tun, einfach auf gut Deutsch. Wenn die Kunden das Gefühl haben, ich habe einen guten Draht zu meiner Community und meine Community glaubt mir, was ich denen erzähle und ich muss denen nichts vorlügen und ich muss nicht irgendwie unpassend was platzieren, dann ist es ja das Beste, was ein Kunde haben kann. Und meiner Meinung nach wäre dieses Produkt 1A gewesen. So haben die gemacht mit mir. So. Und seitdem habt ihr dieses Produkt nie wieder bei mir gesehen und ich kriege bis heute noch DMs bezüglich dieses Produkts, weil Leute ja immer noch meine Videos von damals gucken und da dieses Produkt drin ist. Ich kotze im Kreis, Leute. Kurze Real-Life-Story. Erzählt das nicht und schickt, ihr wisst eh alle, um wen es geht, aber schickt das nicht denen. Weiter geht die Heide. Jetzt weiß ich schon, wo er herkommt. Ja. Also ich stand schon die ganze Zeit da? Ja. Ach, das ja. Hab dich beobachtet. Spionen. Ich war so ein bisschen überrumpelt, weil sie plötzlich hinter mir stand so. Das war ein bisschen komisch, aber definitiv eine hübsche Frau, ja. Ich bringe euch an die Bar, oder? Ja, ja, sehr gern. Bitte. Danke. Ein sehr sympathischer Mann auf jeden Fall. Groß, also auch so von der Statur her, das hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, es passt alles farblich perfekt. Die hat ein krass schönes Lächeln, muss man dazu sagen. Sie hat ein sehr sympathisches Lächeln. Hier, ne? Ja, ja, wir haben uns nicht gut abgesprochen. Gut abgesprochen. Genau. Von der Kleidung, das hat mich jetzt erstmal nicht so angesprochen. Vom Stil her, weil das also war relativ schlicht gekleidet, würde ich sagen. Aber darauf kommt es am Ende auch nicht an. Also wir können ja auch zusammen shoppen gehen dann.
Also du kommst aus Kiel? Ja. Und du? Hamburg. Ja, das geht ja. Ja. Ich sag mal, das sind ja keine 100 Kilometer oder so. Also beides Küstenkinder. Durchaus realisierbar. Also ich glaube, da gibt es schlimmere Strecken auf jeden Fall. Und was machst du so in Kiel? In der Freizeit? Ich gehe gerne spazieren. Auch so wandern. Also ich finde Landschaften ganz schön. Ich bin Fan von Dänemark. Fahre ich regelmäßig. Ach, cool, das ist ja auch nicht so weit, ne? Nö. Und du? Ich gehe gerne zum Sport. Ja. Also ich gehe ins Fitnessstudio. Ich habe mich auch wieder angemeldet. Ah, sehr gut. Ich bin immer so ein phasenweiser Sportgeher. So, ein Lele, ein Übernehmer. Vielen Dank. Bitte. Dankeschön. Gerne. Grüßerchen. Ja, dann. Prost. Als sie erzählt hat, dass sie regelmäßig gerne in Sport geht, da habe ich mir so gedacht, okay, vielleicht bin ich jetzt nicht trainiert genug so. Muss ich noch ein halbes Jahr warten. Kopf hoch, Hannes. Kopf hoch. Weitermachen. Selbstbewusstsein. So, voraus. Bam. Was spricht man auch? Nein, aber ja. Grundsätzlich wäre mir das schon wichtig, dass der Partner sportlich ist. Aber man hat immer mal Phasen im Leben, wo es einem vielleicht nicht so gut geht oder irgendwie andere Dinge passieren. Und dann ist das ja auch kein Problem. Also vielleicht kann ich ihn dann ja motivieren, mehr mit mir zum Fitnessstudio zu gehen. Genau. Ich habe dich genauer angeschaut. Das sind nicht 10 Jahre. Du siehst nicht 10 Jahre älter. Ach so, also, noch mehr. Nein, ich habe gesagt, er sieht viel älter aus. Aber das stimmt. Als ich? Als du sowieso. Oh Gott, als ich wäre geil. Hey, er ist 37. Ach so. Und ich habe gesagt, er sieht 10 Jahre älter aus und das war völlig übertrieben. Ja, das war echt übertrieben. Das musste der Roland jetzt auf korrekt kurz wieder zurücknehmen, weil der hat schlechte Gewissen bekommen, ne? Bring euch zu Tisch. Also ich finde nicht, dass du aussiehst wie 37. Jünger? Ja, sehr gut. Finde ich. Ehrlich? Finde ich auch. Ja. Er sieht jünger aus wie 37. Ja, ich finde ja, ne? Ja. Die sind nett. Da geht es denen gleich besser. Ja, das hat mir sehr geschmeichelt, dass sie gesagt hat, dass ich jünger aussehe. Es hat ein bisschen die Anspannung genommen und ich habe mich gleich ein bisschen besser gefühlt, muss ich zugeben. Ja. Obwohl ich kein eitler Mensch bin, das möchte ich dazu mal sagen. Ja, aber gepflegt. Ne? Gepflegt heißt ja nicht zwingend direkt immer eitel, aber man sieht schon, der Bre hat stramme Zähne, stramme Seiten, diese frisch rasierte Bart, dieses alles, ne? Also schon stark. Datest du regelmäßig? Ja, schon. Okay. Je nachdem, wie viel man auch so im Alltag noch hat oder was man ja, so im, man muss grundsätzlich in so einem Mut sein, ne? Ja, genau, ja. Muss in dem Mut sein. Genau. Hi, ihr zwei. Habt ihr euch entschieden, was ihr essen mögt? Ja. Ja. Was denn? Ich hätte ganz gern die Tagliarini. Ja. Und ich nehme die Blumenkohl-Nuggets, bitte. Ja. Ah, Blumenkohl-Nuggets, ne? Klingt schon wieder so, als wäre das für mich gemacht. Also, ich bin auch nicht der Typ, der jetzt krampfhaft immer sucht oder nicht alleine. Oder kennst du die Beziehungshopping machen? Quasi ja. Ist vorbei und dann, aber ich kann nicht alleine sein, muss dann wieder in die nächste sowas. Ja. Finde ich auch nicht gut. Also ich frage mich immer, wie geht das? Wie kann man sich so schnell wieder dann so verlieben? Also weißt du, was ich meine? Ja, ja schon. Ich würde das gerne können, aber irgendwie... Normalerweise hat man ja so eine Phase, man muss das erstmal ja, genau. Abschließen richtig und dann so, ja, doch, kenne ich ja. Ja. Also so, nee, so bin ich auch nicht. Also ja. Entweder ganz oder gar nicht. Hast du schon mal verheiratet? Nee. Okay. Und du? Nee, auch nicht. Auch nicht. Keine Kinder? Nicht. Woher kam die Frage dann? So random, so, warst du schon mal verheiratet? Ja, okay, obwohl, wenn man in so einer gewissen Altersspanne ist, dann ist die Frage vielleicht relativ normal beim Daten, ne? So, okay, mit 25 kriegt man die Frage jetzt nicht gestellt. Mit 36 dann vielleicht eher schon. Ja, okay, doch, ich nehme alles wieder zurück, liebe Freunde. Wow. Bei mir auch nicht. Ja. Möchtest du Kinder haben? Ist das ein Thema? Bin ich mir noch nicht so sicher. Okay. Also ich lasse das offen. Ja. Je nachdem, was noch so passiert im Leben. Man soll ja auch niemals nie sagen. Mich fuckt ein bisschen sein Fake-Lächeln die ganze Zeit ab. Sein Fake-Lachen, dieses. Das regt mich ein bisschen auf. Ich muss kurz ehrlich sein, Leute. Aber das ist ein bisschen cringe. Sag doch einfach so, okay, ja. Anstatt Aktuell könnte ich es mir halt nicht vorstellen, ja. Aber das mag auch an der Situation halt einfach liegen, dass man halt niemanden hat, mit dem ja, man sich klar. Das dann vorstellen könnte. Mhm. Deswegen, ja, lasse ich das einfach auf mich zukommen. Sie weiß, was sie will, glaube ich, hat ihre Prinzipien und ist aber auch dieses,
so wirkt es auf mich, dass sie auf jeden Fall auch kompromissbereit ist. Dieses, okay, wir schauen mal, wie es ist, wir kommunizieren so. Ich glaube, da ist sie auch, das ist auch so ihr Ding. Bist du dann gerne mal in der Ostsee so im Sommer, oder? Ja, aber ich suche mir dann so Ecken, wo es nicht ganz so voll ist. Mhm. Und wenn ich dann im Urlaub bin, bin ich aber eher Nordseeküste, weil das gefällt mir landschaftlich besser. Mhm. Ich bin tatsächlich eher so auf Dänemark fixiert. Ich würde gerne tatsächlich mal nach Afrika. Ja. Gut, das ist jetzt natürlich schon eine Fernreise, aber da war ich noch nie. Mhm. Mich würde das einfach interessieren, mal so eine Safari zu machen. Und ansonsten, also ich war auch in Europa noch längst nicht überall. Also ich bin auch noch gar nicht so viel rumgekommen. ich war einmal in London, glaube ich. Dann war ich einmal, einmal auf dem Ballermann, tatsächlich. Und ansonsten, in Holland bin ich ab und zu auf Festivals. Ah, und okay. Antwerpen war ich einmal. Ich glaube, das war's dann auch. Jetzt kommt passend dazu die Welche Musik hörst du denn? Festival-Frage. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, er wäre vielleicht erstmal der Typ, der dann eher so in Europa quasi reisen wollen würde und vielleicht noch nicht so ganz diese Fernreisen auf sich nehmen würde. Da wäre ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob wir da auf einen Nenner kämen. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Dankeschön. Danke. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ja, danke. Oh, sieht lecker aus, diese Trüffeldings, ne? Leute, Trüffel ja oder nein? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Da muss ich auch kurz was erzählen. Ich liebe Trüffel über alles. Ich mag keine Pilze. Keine anderen Pilze. Trüffel ist das Einzige, ich glaube, weil es auch nicht aussieht wie so ein Pilz, wenn es so gehobelt auf deinem Essen ist. Trüffelpasta, Trüffelpizza. Oh Leute, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, ne? Ich war aber neulich in so einer fancy Cocktailbar und habe dann so gelesen, so ein Drink mit Trüffel. Und dann war ich so, ja okay, komm, ich muss mal was ausprobieren. Hab den genommen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich vielleicht sogar ein Bild davon habe, dann kann ich das hier einblenden. Dann war das wirklich am Ende des Tages nur irgend so ein starker Rum. Also irgend sowas, es war so ein, wie sagt man das denn immer? Ein Old Fashioned war das, für alle, die sich auskennen. Dann war da so eine Orangenscheibe drauf und die war voll mit Trüffelhobeln. Und dann bringt er mir den Drink und sagt, ja, den Trüffel kann man so nebenher snacken. Das war das erste Mal, wo ich Trüffel wirklich gar nicht gefühlt habe. Dieses Old Fashioned Getränk, also nur purer Alkohol, das war so, ich habe es nicht runterbekommen. Und dann noch dieser Trüffel dazu, das war einfach nicht geil. Also ich brauche schon Nudeln und Sahne und was weiß ich dazu. Okay, zu eine richtige Trüffelpasta hat keine Sahne, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine, diese aus dem Parmesanleib oder so, das ist krank. Das habe ich auf jeden Fall gar nicht gefühlt mit dem Drink. Ui, nee. Das wünsche ich auch erstmal. Ja, bei dir auch. Du sagtest vorhin was von Festivals. Ja, da kommt die Frage. Elektronische Musik, ja. Schreiben wir es mal so erstmal. Erzähl mir mehr. also musiktechnisch bin ich sehr breit aufgestellt. Mhm. Also hauptsächlich elektronisch tatsächlich. Hardcore, sagt ihr das was? Ja. Geil geschnitten, aber. Ich war mal in Amsterdam. Krank geschnitten. Ja. Auf einem Festival, und zwar Mysteryland heißt das. War ich auch, 2019 das letzte Mal. Ach, witzig. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es noch 1-2 Jahre länger her. Ja. Aber das fand ich ganz cool. Ja. Also ich überlege eigentlich jedes Jahr. Da wieder hinzufahren? Ja, nicht unbedingt da. Es gibt ja noch viele andere Festivals, also so Parukaville und wie die alle heißen. Ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Tatsächlich diese Haus- und Elektro- und Techno-Musik-Festivals turnen mich nicht so. Ich weiß nicht warum, aber dieses, wo immer nur DJs sind und dann diese kranken Beats kommen, ich check komplett, warum man das fühlt, aber es ist gar nicht mein Film. Ich brauche in letzter Zeit zumindest, vielleicht ändert sich mein Musikgeschmack noch, aber in letzter Zeit brauche ich immer so lyrische Kunst. Das ist für mich so ultra wichtig, dass das dazu kommt. Was habe ich denn jetzt hier, ey? An meiner Hand klebt einfach eine tote Fliege. What the? Bin ich noch nicht dazu gekommen, da wirklich nochmal hinzufahren. Okay. Vielleicht hat auch die richtige Begleitung gefehlt. Oh Maus, war das eine Anspielung? Will sie ihn jetzt küssen? Wollt ihr jetzt rummachen? Oder was? Wollen wir teilen? Oder? Ich betrage. Alles gut. Bist du sicher? Ja, klar. Okay, vielen Dank. Ich habe auf sein Lächeln geachtet, seine Zähne, seine Augen, also einfach die Gesamterscheinung. Schön. Das fand ich sehr ansprechend.
Was ich sehr positiv an ihm fand, dass er super aufmerksam war. Also er war sehr höflich und zuvorkommend und er hat mir sogar was mitgebracht. Das fand ich ganz lieb. Er kommt aus Kiel. Ist ja auch nicht so weit weg. Also eigentlich rein in der Theorie machen wir den hier, ne? Also eigentlich passt's. Das ist natürlich sehr gut. Tschüss. Da seid ihr ja schon wieder. Und wie war der Abend? Gibt es ein weiteres Date? Von mir aus gerne, ohne Kameras. Ja, können wir gerne machen, auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon viele Themen besprochen und auch viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Aber dass man das jetzt nochmal in der Tiefe so ein bisschen oder tiefgründiger angeht. Gibt es denn schon krass eine Idee fürs nächste Mal? Irgendwas essen gehen, irgendwo spazieren gehen, keine Ahnung. Da sind wir noch nicht so ausgetauscht, dass ich sagen würde, man könnte jetzt direkt sagen, okay, wir machen das oder das. Ja, für irgendwie so einen Spaziergang an der Ostsee oder Spaziergang an der Alster? Ja, sehr gerne. Bin da sehr flexibel. Ja, süß. Aber wo war jetzt das Ende, was einen umhaut? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Reagier bitte aufs Date von Hannes und Marlies. Das Ende hat mich... Ah, vielleicht jetzt, was aus denen geworden ist. Hannes und Marlies haben sich erneut getroffen und sind durch Hamburg spaziert. Okay, es ist passiert. Hannes hat sich allerdings gegen Marlies entschieden, aufgrund einer anderen Frau. Okay, auf Casanova-Basis angelehnt. Ich checke. Okay. Also er hat wahrscheinlich eine andere Dame kennengelernt und das hat besser gematcht, besser gevibed. Ja, okay, aber das Ende hat mich jetzt nicht umgehauen. Also Samira, muss ich dir ehrlich sagen, danke für deinen Kommentar. Aber umgehauen hat mich jetzt hier gar nichts. Da müssen wir nochmal dran arbeiten zusammen. Du und ich, Samira. Aber Leute, ihr dürft natürlich gerne in die Kommentare schreiben, welche Folgen ihr krank fandet, krass fandet, geil fandet, unbedingt meine Reaktion drauf sehen wollt. Ihr dürft es mir auch gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr Bock habt. Dort heiße ich der Seddo. Könnt ihr gerne vorbeischauen und ich mache mir immer wieder Screenshots von den DMs und was weiß ich und gucke dann, wenn ich hier wieder am PC sitze, gehe ich dann in die Folgen und ziehe mir das gemeinsam mit euch rein. Deshalb, ich freue mich auf eure Vorschläge und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen, haut rein. Und schrei, denn es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide, zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe, dafür ist es viel zu spät.